Ich heiße Andy Blattner, bin 57 Jahre alt und fahre seit 1999 in Stuttgart als Radkurier, also seit 17 Jahren. Ich liebe meinen Job. Selbst jetzt im Winter fahre ich eigentlich ganz gern. Ein paar Stunden früher, Vorbereitung auf den ersten Einsatz am Morgen. Warme Klamotten anziehen, denn draußen ist es kalt. -2 Grad, ekliger Wind. Jetzt für 8 Stunden aufs Fahrrad, da müssen ein paar Schichten Klamotten mehr her. Also im Moment sind es 3 Schichten, aber habe immer eine Vorderschicht dabei, noch im Rucksack. Falls es dann doch an der Brust ein bisschen kühl wird, ich möchte mich auch nicht verkühlen. Und das tut es mir eigentlich. Und dann habe ich noch eine Regenschicht. Sie hat eine Regenjacke, die dann zum Einsatz kommt, wenn es schneit oder wenn es regnet oder wenn es graubelt. Unterwegs durch die Stadt. Zumindest die Hauptstraßen sind an diesem Morgen schneefrei. Aber sobald Andy Plattner in Wohngebiete abbiegt, fangen die Schwierigkeiten an. Festgefahrener Schnee, dicke Eisplatten. Für jeden Durchschnittsfahrradfahrer der Horror. Jetzt sind alle Sinne gefragt, volle Aufmerksamkeit, Fußeinsatz. Und doch, das Risiko fährt immer mit. Also es gibt so gewisse typische Sachen. Zum Beispiel, was ich neulich erlebt habe im Kreisverkehr. Fängt plötzlich Eis an. Da hat es irgendwie anzogen und hat es mir quasi auf Schnauze gehauen. Ich sage es mal auf Schwäbisch. Und gleich genäht wurde hier mit 4 Stiche. Das ist jetzt erst vor 2 Wochen gewesen. Und das ist, wenn es anfängt, Winter zu werden und man noch nicht damit rechnet. Das ist die gefährlichste Übergangszeit. Da passiert manchmal was, aber dann eigentlich nochmal. Ohne Sturz, verrät uns Andy später, fährt übrigens kaum ein Fahrradkurier durch den Winter. Aufstehen, noch vorsichtiger fahren, heißt dann das Motto. Ankunft beim Kunden. Hallo, servus. Ist es nicht gerade ein bisschen kalt zum Fahrradfahren draußen? Also im Auto, wenn du dich nicht bewegst und kein Herzchen hast, ist es kälter. Viel Zeit für Smalltalk hat Andy auch an diesem Morgen nicht. Die Zeit läuft. Bezahlt wird nach der Anzahl der erledigten Aufträge. 100 bis 150 Euro verdient ein Fahrradkurier pro Tag. Härtezulage im Winter gibt's nicht. Ciao, sag schon Gruß. Tschüssle. 80 bis 100 Kilometer pro Tag fährt Andy Plattner, wenn er im Einsatz ist. Dazu kommen in Stuttgart noch Höhenmeter ohne Ende. Eine gewisse Grundfitness muss man da schon mitbringen. Stopp beim nächsten Kunden. In einem Ärztezentrum muss Andy heute Morgen Blutproben abholen. Die müssen möglichst schnell ins Krankenhaus. Habt ihr noch was oder ist das alles für heute? Nee, alles so. Gut. Und weiter geht's zum nächsten Kunden. 20 bis 30 Adressen fährt Andy Plattner an einem Tag an. Und die Touren quer durch die Stadt sind nicht immer nur gesund. Ach, Feinstaub. Feinstaub in Stuttgart, auch ein Thema für die Fahrradkuriere, gerade jetzt im Winter. Nach 3 Stunden Fahrt durch die Kälte endlich kurze Aufwärmpause. Hey, servus. Kurierzentrale im Stuttgarter Westen. Von hier aus werden 15 Fahrradkuriere in der Stadt gesteuert. Im Winter ist die Zentrale für die Fahrer aber auch die Gelegenheit, um sich kurz aufzuwärmen und einen heißen Kaffee zu trinken. Das ist balsam für die Seele. Ich meine, rein körperlich ist die Frage, wenn du ständig in Bewegung bist, geht's schon. Aber es ist halt auch oft so, dass wir schon gerade im Januar mal hin und wieder 10 Minuten Löcher hin, wo wir einfach bloß rumstehen. Und da wird es echt brutal kalt, ganz schnell. Es ist Spätnachmittag geworden. Hi Joachim. Okay. Alles klar, vom Pixelzoo zum Staatsministerium. Mai. Er muss noch einmal ans andere Ende der Stadt. Und die Fitnesseinlage gibt's gratis dazu. Ein Positives hat der Fahrradkurierjob im Winter jedenfalls. Erkältet war Andy Plattner schon seit vielen Jahren nicht mehr. Dafür härtet der Job wohl einfach zu sehr ab.